Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir mal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktagsrein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Hält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein. Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent, und der war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite, der hatte drei Schiffe im Hafen, und der Dritte, der war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktagsrein und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, dann sagte ich ihnen nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer losgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da musste ich kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ach, überhaupt nur nein. Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein. Und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht und es war das Boot am Ufer festgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ach, da musste so viel geschehen. Ja, da